Es muss schon etwas Besonderes geboten sein, wenn mittags kurz nach 14 Uhr Dutzende Menschen ganz unterschiedlicher Natur ihre Handys zücken und filmen, was die Speicherkarte hergibt. Der Winterschlussverkauf kann warten. Die Mittagspause wird kurzerhand verlängert. Denn mitten in den Stuttgarter Königsbaupassagen zeigen zwei durchtrainierte Boxer ein wenig ihres Könnens. Zum einen Marco Huck, WBO-Weltmeister im Cruisergewicht, also bis 90,7 Kilogramm, 29 Jahre alt, 39 Kämpfe, 36 Siege, ein starker Gegner für Herausforderer Firat Aslan aus Donzdorf. Firat, reife 43 Jahre alt, ehrgeizig, extrem willensstark, der geborene Kämpfer. Ich habe eine große Motivation und ich brauche keinen, der mich antreibt. Ich treibe mich selbst an, mein Glaube treibt mich an und ich freue mich auf den 15. Januar. Ich freue mich, dass ich die Chance habe, für die Gerechtigkeit zu kämpfen, die letztes Mal mir nicht zuteil wurde. Denn im November 2012 trafen die beiden schon einmal aufeinander. Damals setzte Firat die klareren Treffer. Dennoch sahen die Kampfrichter am Ende Marco Huck vorne. Ein mehr als schmeichelhafter Sieg des Weltmeisters. Verzeiht mir das, ich spreche nicht über das Urteil. Ich muss sagen, es war ein toller Kampf. Alle Achtung, solchen Fight sehen wir nicht alle Tage. Am Samstag sollen die Zuschauer wieder einen tollen Kampf erleben. Marco Huck wird seinen Gegner ernster nehmen, will versuchen, dieses Mal klar zu gewinnen, geht selbstbewusst an die Sache ran. Ich möchte es nicht verraten, aber ich sage euch nur eins, ihr dürft nicht umschalten. Es kann jede Sekunde vorbei sein. Solche Ansagen macht Firat Aslan nicht, denn am Samstag sollen lieber schnelle Fäuste sprechen. Beim Kampf werden natürlich deutlich mehr Zuschauer kommen als heute ins Einkaufszentrum. Aber für die Shopper war das Shoppingboxen auf jeden Fall eine spannende